Ich verstehe, dass viele Probleme damit haben, wenn es um Masturbation und der ganze Scheiß geht. Denn klar gibt es in vielen Studien so die Berichte und die, wie sagt man dazu, die Studien, dass Masturbation gesund ist und was weiß ich. Es ist vielleicht gesund. Es hat einen gesunden Aspekt. Nur, boah, ich hab was im Auge. Was ich ungesund finde, ist, wir Männer, also ich kenne es von mir und von vielen anderen, wir können nicht ohne Pornos masturbieren, beispielsweise, ja. Und das gehört nun mal dazu. Und Pornos, ob du es willst oder nicht. Du kannst dich überall erkundigen, nicht bei den Ja-Sagern. Ja, Pornos sind nicht schlimm, sie sind gesund, bla 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 bla. Es ist erwiesen, dass Pornos dein Gehirn verändern, dass sie nicht gut für dich sind, dass sie hochgradig süchtig machen. Süchtig. Dopamin-Junkie wirst du. So, und es ist erwiesen, dass Pornografie einfach auch im jungen Alter gerade sehr viele junge Menschen negativ beeinflusst auf ihre Sichtweise zu Sex, aber nicht nur das, generell als Mensch. Und wenn du in jungen Jahren schon bis zum hohen Alter die ganze Zeit masturbierst, du kannst impotent werden, dir kann so viel Scheiße deswegen passieren, du kannst keinen mehr hochbekommen und lauter so ein Scheiß. Hier habe ich auch einen Kommentar gelesen, jemand hat geschrieben, fuck, habe ich mich geschnitten, jemand hat geschrieben, dass ihr Ex impotent dadurch war. Deswegen lauter so Dinge und ich habe das, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre und ich habe das selbst gemerkt. Wenn du das 2, 3, 4, 5, 6 Mal am Tag machst, ich bin hier offen. Es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Irgendwann hast du nur noch eine Nudel in der Hand und die ist nicht mehr so, die ist einfach so. Und willst du die ganze Zeit so sein, willst du die ganze Zeit deine Energie verbrauchen, weil nichts anderes als das ist, dass du verbrauchst unnötig Energie. Du verbrauchst unnötig Energie. Und viele, warum ich das so promote, dieses ganze NoFap und Semen Retention und nicht mehr masturbieren, nicht mehr Pornos gucken, warum ich das promote, ist, dass in vielen Beziehungen es schief läuft, dass der Mann trotzdem unerfüllt ist, weil einfach da die sexuelle Interaktion mit der Frau nicht passt, ihm gefällt das nicht oder er wird nicht befriedigt oder sie ist nicht befriedigt oder was auch immer. Und dann greifen sie zurück zu Pornos. Und das macht viele Beziehungen kaputt. Kannst du dir auch durchlesen bei vielen Studien, bei vielen anderen Doktoren, die davon berichten. Also ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen, dass viele Beziehungen deswegen kaputt gehen, weil einfach der Mann beispielsweise, kann auch die Frau sein, einfach zu viel Pornos guckt und einfach keinen Bock mehr auf den Partner hat, weil es ja das Internet gibt. Und willst du so ein Mensch sein oder willst du wirklich eine Partnerin, einen Partner bei dir haben, den du wirklich liebst und mit dem du es genießt, diesen Akt zu verrichten? Weil meiner Meinung nach sollte es einfach beiden Spaß machen, sollte es einfach beiden gefallen, dieser Akt der Liebe und was weiß ich. Vielleicht bin ich oldschool, vielleicht bin ich von einer anderen Generation. Mir scheißegal, was du denkst. Es ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Krieg das endlich in deinen kleinen Kopf rein, dass es mir scheißegal ist, ob ich dir gefalle oder nicht, ob meine Meinung die richtige ist, ob ich perfekt bin oder nicht. Ich bin nicht perfekt und ich will auch nicht perfekt sein. Und wenn dir das Ganze hier nicht gefällt, was ich sage, move. Geh, hau ab, ich brauche dich nicht. Nur für die einen oder anderen, die es sich eingestehen, dass sie ein Problem damit haben, dass es zu viel ist. Weil mit jeder Sucht musst du ehrlich zu dir selbst sein, wie mit jeder anderen Sucht. Wenn du zuckersüchtig bist, kannst du die Gefahr haben, dass du Diabetes bekommst. Und du kannst entscheiden, okay, mache ich das jetzt weiterhin? Trinke ich die ganze Zeit noch Cola, nehme ich die ganze Zeit noch Zucker zu mir oder lasse ich sein? Und mit Pornografie ist es genauso. Du bist süchtig danach. Du solltest entscheiden, ist es zu viel, ist es ungesund oder kann ich es kontrollieren? Und viele können es nicht kontrollieren. Du guckst dir einen Film an, guckst du dir den nächsten.
Dann bist du fertig und dann sagt dein Kopf dir schon wieder, nachher wieder und nachher wieder und danach wieder und danach wieder und morgen früh und morgen Abend, am besten von früh bis spät. Und das ist, wie es arbeitet, was es aus dir macht. Wie gesagt, ihr könnt euch selbst belügen, ihr könnt euch Studien durchlesen, wie gesund Masturbation ist, mir scheißegal. Ich weiß nur, dass es eins ist. Es ist für mich ungesund, es kommt für mich nicht mehr in Frage, es schwächt mich unnötig. Ohne bin ich besser dran. Ich brauche es nicht und es ist unmännlich, meiner Meinung nach, weil das machen Kinder. Das machen Kinder, an sich rumspielen, ausprobieren. Ja, natürlich habe ich das getan in meiner Vergangenheit noch mehr als ich sollte. Nur ich bin jetzt erwachsen. Es ist Kinderkacke, meiner Meinung nach. Und jeder, am besten schon, wenn du 18 bist, hör auf damit. So früh wie möglich du aufhören kannst, hör auf damit. Und auch wenn du jetzt schon 50 bist, ist auch noch kein Beinbruch. Nur du musst ehrlich zu dir selbst sein, ob du Mann oder Frau bist, wenn du die ganze Zeit an dir rumspielst. Es ist meiner Meinung nach nicht gut. Was hast du daran? Lieber hast du einen Partner oder steckst, also einen Partner, mit dem du diesen Akt verrichtest, oder steckst deine Energie in etwas Produktives rein. Ich will auf dem Channel hier ich will auf dem Channel hier einfach Menschen motivieren, das Beste aus sich zu machen. So wollte ich sagen. Das Beste wirklich, das Bestmögliche aus sich zu machen und jeden Aspekt im Leben zu bearbeiten, der dich potenziell aufhalten kann. Und das ist ein großer, großer, großer Teil davon. Viele haben ein Problem damit. Und mir ist es egal. Ja, lest dir bitte Studien durch, wie gesund Masturbation ist und bla bla bla. Ja, hat auch seine gesunden Aspekte. Nur dein Samen, früher die Urmenschen und was weiß ich alles, haben auch nicht masturbiert. Und was weiß ich, da gab es auch keine Pornos oder sonst irgendwas. Die haben diesen Akt verrichtet, um Kinder zu machen und das war's. Und dann gingen sie auf die Jagd. Wie gesagt, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen altbacken an, aber es ist einfach so. Wir in dieser Generation werden immer schwächer. Und das ist ein Grund davon. Das ist etwas, was uns, gerade uns Männer, sehr, 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 sehr schwächt. Sie wollen uns eh immer schwächer haben. Männer sollen nicht über ihre Gefühle reden. Obwohl das eine Stärke ist. Männer sollen nicht schwach sein. Die ganze Zeit ist Druck auf dir und es macht dich immer schwächer. Es macht dich als Mann immer, weil viele sind diesem Druck nicht gewachsen. Butter bei die Fische, es ist einfach so. Viele sind diesem Druck einfach nicht gewachsen und brauchen ständig irgendeine Ablenkung, irgendwie das, 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 das und werden immer schwächer. Dann brauchen sie hier, dann ziehen sie da, dann machen sie dies, dann machen sie das. Dann trinken sie hier, dann partyen sie da, dann gehen sie mit der raus, verschwenden Energie, Energie, Energie. Und dann, was ist? Mit 25 sind sie immer noch lustlos, wie sie mit 18 waren. Und sind spirituell tot, sind menschlich tot, sind emotional tot, sind komplett tot. Warum? Weil sie den falschen Fokus haben. Und ich will meinen Fokus richtig richten. Und für mich ist es einfach gut, weg davon zu bleiben, weil es der falsche Fokus meiner Meinung nach ist. Weil der Fokus sollte niemals gerichtet sein auf, ich brauche jetzt unbedingt eine Partnerin, ich brauche jetzt unbedingt einen Partner, ich muss jetzt unbedingt Sex haben, ich muss jetzt unbedingt Leute um mich herum haben. Nein, du solltest immer dich im Fokus haben. Gesunder Egoismus nennt man das. Einfach wissen, was du willst und dann hin. Dein Weg, dein Ziel, deine Träume, deine Vision. Nachgehen. Und nicht die ganze Zeit, wie die ganze Zeit, was hältst du von Puff? Masturbation. Habt ihr keine anderen Ansichten? Gibt es nichts anderes als Sex, 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 Sex die ganze Zeit? Das Leben bietet so viel mehr. Das Leben bietet so viel mehr. So viele Beziehungen fangen an mit einem Haufen Sex, gehen dann kaputt. Warum? Weil es keinen Bock mehr macht. Anstatt mal sich gegenseitig kennenzulernen, anstatt mal gegenseitig so miteinander zu arbeiten, auch sowas wie in einer Beziehung muss man Kompromisse eingehen, muss, 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 du musst gar nichts. Wenn du merkst, dass dieser Kompromiss immer ein Nachteil für dich ist,
dann ist es nicht die richtige Beziehung. Aber wenn du merkst, okay, ich kann diesen Kompromiss eingehen, ohne dass ich mir jetzt einen Zacken aus der Krone breche, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt diesen kleinen Kompromiss eingehe. Aber wenn es jedes Mal ein Kompromiss ist, wenn ihr irgendwas machen wollt, ihr könnt euch nicht richtig verabreden, sag ich jetzt mal so. Ihr könnt nicht richtig Dinge ausmachen, weil der eine will dies, der andere will das. Jeder läuft in eine andere Richtung. Natürlich wird die Beziehung scheitern, wenn jeder was anderes im Kopf hat. Aber wenn man Dinge hat, die man gemeinsam tun kann, es ist ein kleiner Kompromiss, sagt keiner was. Aber wenn es wirklich gravierende Dinge sind, und das sehe ich so oft in Beziehungen, gravierende Dinge sind, gravierende Kompromisse, du hast eigentlich Bock, das und das zu machen, dann kommt deine Partnerin und will dich unbedingt aufhalten. Dann kommt dein Partner und will unbedingt nicht, dass du rausgehst oder sonst irgendwas und will dich aufhalten und will dies und will das und ich will jenes, ich will jenes, ich will dies, ich will das. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und immer ist es nur die eine Seite, die gewinnt. Willst du so eine Beziehung haben oder willst du Gleichheit für beide, dass beide auch mal Kompromisse eingehen? Weil jeder, der sagt, Beziehung muss man Kompromisse eingehen. Okay, wenn du willst, geh Kompromisse ein. Sei unzufrieden, weil du die ganze Zeit nicht das machen kannst, was du willst. Weil du die ganze Zeit deine Partnerin fragen musst, Schatz, darf ich das machen? Nein! Okay. Willst du so sein? Oder willst du sagen, Schatz, ich mach das. Wir sehen uns später. Und das hört sich jetzt für, oh, du bist so ein Arschloch, bist so dies, bist so das. Nein, aber so sollte es sein. Sie sollte dich unterstützen, du solltest sie unterstützen. Genau das Gleiche, wenn sie sagt, Schatz, ich gehe jetzt raus. Okay, viel Spaß. Ohne Eifersucht und der ganze Scheiß. Natürlich, wenn du der Partnerin auch vertrauen kannst. Wenn du jemand hast an deiner Seite, dem du nicht vertrauen kannst, arbeite an dir und such dir vielleicht einen besseren Partner. Eine Partnerin. Deswegen aber, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich wollte einfach nur sagen zum Thema Masturbation, Pornografie, das gehört zusammen. Gerade bei uns Männern. Viele Männer können gar nicht, weil ja auch viele sagen, ja, Pornos sind scheiße, aber Masturbieren ist okay, also versuch mal zu masturbieren ohne Pornos. Habe ich auch versucht. Wie lange hat es gehalten? Deswegen lass es komplett, du belügst dich selbst. Das ist, was wir eingetrichtert bekommen sollen, dass wir immer schwächer werden, dass wir immer mehr Energieverlust haben. Ja, es ist gesund und dies und das und all diese dummen Studien. Ja, ist mir auch scheißegal, was diese ganzen Doktoren sagen, wenn ich weiß, dass es mich schwächt. Warum? Um das letzte Beispiel jetzt noch zu machen. Jeder Sportler weiß, jeder Profisportler weiß ganz genau oder macht es ganz genau so. Mindestens 2 Wochen vor einem Wettkampf, ob es jetzt ein Fußballer ist, ein Cristiano Ronaldo, guck dir die Doku an, oder ein Mike Tyson oder Muhammad Ali oder wer auch immer, sagt dir 2 Wochen vor dem Wettkampf, vor dem Kampf, was auch immer, vor dieser sportlichen Auseinandersetzung, machen sie NoFap. Sie haben keinen Sex, sie gucken sich keine Pornos an, sie spielen nicht an sich rum. 2 Wochen mindestens. Warum tun sie das? Um ihre Energie zu bewahren, damit sie getriebener sind, damit sie williger sind, damit sie mehr Fokus haben. Kannst mir glauben oder nicht, du kannst denken, was du willst. Wie gesagt, lüg dich selbst an, aber nicht mich. Komm nicht hierher, ich hoffe, du lest dies, ich hoffe, du lest das. Ich weiß, was ich mir reinziehe, ich weiß, was ich lese. Ich mache nicht hier auf allwissend, aber ich lasse mir nicht eintrichtern von Menschen, die mich persönlich nicht kennen, weil ich kenne meine Vergangenheit. Ich weiß, wie ich damals war und ich weiß, wohin ich will und was mich aufhält. Wenn du immer noch dein altes Ich mehr liebst als dich selbst, dann wirst du auch niemals erfolgreich sein. Weil dein altes Ich sagte, ja, es ist gut, ich kann an mir rumspielen, es ist ja, dann lest du dir diese Studien durch, um dich besser zu fühlen. Ja, dann steht da, Masturbation ist gesund, man sollte es jeden Tag tun, man sollte es dies, man sollte es das. Warum steht das da? Warum steht das da? Ach egal, nein, nachher würde ich hier als Verschwörungstheoretiker und was weiß ich nicht alles dargestellt. Aber wie gesagt, das kann dich impotent machen. Und für wen ist das gut? Für die Pharmaindustrie, die dir dann später die Tabletten gibt. Das zum letzten Punkt. Wie gesagt, ich überlasse es jetzt dir. Das war's mit diesem Video. Denk, was du willst. Schreib deine Kommentare. Aber ich sag euch jetzt noch, ich lese nicht mehr so oft die Kommentare. Also entschuldigt mich. Ich habe echt
keinen Bock mehr, diese negativen, dummen Kommentare zu lesen. Viele sind gut und viele werde ich auch liken, aber ich habe zu viel zu tun. Ich habe vorher jetzt, wie der Channel immer mehr Blow-up bekommen hat, wie ich immer mehr Abonnenten bekommen habe, habe ich ab und zu noch zurückgeschrieben, aber ihr müsst mich verstehen, es ist zu viel. Es ist zu viel. Ich kann mir nicht die ganze Zeit, ich habe Sport zu tun, ich habe viel zu tun, ich muss einkaufen machen, ich koche mir gerade was, mache noch dieses Video und habe viel zu tun, ich kann nicht die ganze Zeit am Handy sein und euch zurückschreiben. Ich lese mir ein bisschen was durch und werde dazu Videos machen. Ihr müsst halt Geduld haben, weil irgendwann werdet ihr dann merken, okay, alles klar, er hat mir geantwortet. Deswegen, ihr werdet es durch die Videos merken. Seid nicht irritiert, nur weil ich es nur like und nichts zurückschreibe. Es ist so, wie es ist. Ich kann nicht jedem meine Energie geben. Und wie gesagt, wer mir weiterhin folgen will, kann mir folgen. Wer mich jetzt deswegen hasst, hasse mich. Aber dann geh so schnell wie möglich und verschwende nicht meine Zeit. Wenn du nicht verstehst, dass ich ein erwachsener Kerl bin und einfach mehr zu tun habe, als die ganze Zeit der Vater für jeden zu spielen, das ist nicht meine Aufgabe. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Mach dir deine eigenen Gedanken. Wie gesagt, ich überlasse es dir. Ich verurteile niemanden, wenn er es tut, aber ich weiß eins ganz genau, dass es einfach ungesund ist, dass einfach der Samen bei dir sein sollte, wenn es nicht für ein Kind oder für deine Partnerin, die du liebst, oder Partner, den du liebst, sein soll. Alles andere ist unnötig. Was bringt es dir, so viele sexuelle Interaktionen zu haben mit so vielen verschiedenen Menschen? Und der raubt dir deine Energie und sie und das und dies und du gehst die ganze Zeit rund, 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 weil du nicht alleine sein kannst, weil du nicht mal cool bleiben kannst. Nein, du musst in den Puff gehen, du musst dies machen, du musst das machen, du musst Porno sehen, du musst die ganze Zeit auf Tinder sein, die ganze. Egal, wie gesagt. Hoffentlich verstehst du es. Wenn nicht, mir auch scheißegal. Ich überlasse dir. Peace.